Wir sind in der Karwoche und hören in diesen Tagen, in dieser Woche, viele biblische Texte, viele Themen zum Nachdenken. Und deswegen mache ich an diesem Palmsonntag eine ganz kurze Andacht, einen kurzen Gedankenaustausch. So beginnen wir diese Andacht in seinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kommunikation. Ja, das ist eine große Begabung der Menschheit. Anders als andere Lebewesen können wir unsere Gefühle unterschiedlich ausdrücken. Und das ist eine echte, wichtige Besonderheit und das ist nur bei uns Menschen möglich. Aber Menschen können auch eine Botschaft falsch verstehen. Manche interpretieren Botschaften je nach ihrem Gefühl und Interesse. Und dann entstehen Probleme. Am Palmsonntag erkennen wir eine solche Kommunikationsstörung. Die eigentliche Botschaft Jesu war, folge mir nach. Diese Botschaft und dieser Weg hatten nichts mit Eroberung zu tun. Sein Weg war der eines Miteinanderseins. Er lehrte einander Achtung zu schenken. Aber manche haben es falsch verstanden und daraus einen Hosianna gemacht. Hosianna heißt, rette uns. Natürlich, Jesus kam, um uns zu retten, aber nicht mit irgendeinem politischen Hintergedanken. Er wollte das Volk Israel und auch uns nicht politisch, sondern innerlich befreien. Er wollte uns für das Reich Gottes bereit machen. Seine Botschaft, folge mir nach, war nicht gedacht, um irgendjemanden zu besiegen, sondern das eigene Ich. Wie gesagt, wir sind in der Karwoche. Seinen Ruf, folge mir nach, hören wir auch heute. Verstehe ich ihn richtig? Folge ich ihm auf seinem Weg? Ist er mein Retter, mein Befreier? Machen wir eine kurze Pause und denken wir nach. So beten wir. Lieber Gott, schenke uns die Weisheit, deine Botschaft zu begreifen. Schenke uns die Kraft, deinen Weg zu gehen, gerade in dieser Zeit, in dieser Karwoche, damit wir mit deinem Segen zum Osten gelangen, dein Leben zu erfahren. Und dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.